In Wabanon Lake Provincial Park. Hier scheint es um 1 bis 84, da scheint der erste Loop zu sein. Fahren wir mal rein. Oben da vorne kann man Wasser holen. Toiletten. Rechts und links weiterhin total viele leere Plätze. Und das alles mitten im August, in der zweiten Augusthälfte. Hier ist alles leer, was wir hier sehen. Okay, hier sind die Sites 85 bis 115. Die müssen reserviert werden. Sieht ein bisschen so aus, als wären die tauglich für die größeren. Die Plätze 116 bis 134 ist also ein großer Campground. Okay, ich nähere mich übrigens jetzt dem Gedanken, dass diese Plätze alle frei sind. Alle haben nämlich dieses Reserve-Zeichen, das ist da angenagelt. Das soll im Prinzip demonstrieren, dass sie grundsätzlich nur per Reservierung vergeben werden. Nämlich gerade gesehen, Reservation only. Hier im Hintergrund sehen wir den Highway durch die Bäume durchblitzen, den wird man also hier auch hören. Tja, Dogwood, dann gibt es noch einen nächsten Loop, 137 bis 162, den nehmen wir jetzt auch noch eben mit. Normale Feuerstelle mit dem Grillrost und obendrauf noch so eine Warmhalteplatte, die man unter anderem auch zum Kochen oder zum Warmhalten benutzen kann. So, und da hinten geht es sogar noch weiter, ist also ein riesiger Campground. So, und hier jetzt abschließend noch mal eben ein schnelles Bild, einen schnellen Rundumblick vom Wabanon Lake, an dem der Campground liegt, den wir uns gerade angeschaut haben. Es gibt sogar einen richtigen Strand. Es ist ein großes Areal, großes Gelände. Mit vielen Picknickmöglichkeiten, unter Bäumen, teilweise beschatten, teilweise auf der großen Wiese. Man kann Baseball spielen offensichtlich. Großes Areal.